schreiben das Jahr 1848, Mittwoch, 13. September, früh am Morgen. Als Phineas Gage zur Arbeit geht, ahnt er nicht, dass dieser Tag sein Leben für immer verändern wird. Ja, er wird eine internationale Berühmtheit werden. Er, ein ganz normaler Arbeiter bei der Eisenbahngesellschaft in Vermont im Nordosten der USA. Aber für diesen Ruhm muss Phineas Gage einen schrecklichen Preis bezahlen. Hier steht geschrieben, was damals passiert ist. Diese alte Zeitung ist selten und sehr wertvoll. Vielleicht sogar das einzige Exemplar, das noch existiert. Schade nur, dass jemand Farbe drüber geschüttet hat. Das schreckliche Unglück vom 13. September. Phineas Gage, hier ist ein Bild von ihm, bereitet eine Sprengung vor. Für neue Gleise muss ein Felsen weggesprengt werden. Er hält gerade eine Eisenstange in der Hand. Da geht die Explosion zu früh los. Die Eisenstange, 1,10 Meter lang, wird zu einem tödlichen Geschoss. Sie bohrt sich in den Kopf von Gage unterhalb dem linken Auge und schießt oben aus dem Schädel wieder raus. Die Kollegen sehen ihren Vorarbeiter tot und voller Blut auf dem Boden liegen. Und dann passiert es. Ein Wunder. Ein medizinisches Wunder. Der 25-Jährige steht wieder auf. Er beginnt zu den entsetzten Männern zu sprechen, ganz normal, als wäre nichts geschehen. Schmerzen hat er keine. Als er später vor dem Arzt steht, hier ist der Arzt, ein gewisser John Harlow. Als er vor ihm steht, mit seinem Loch im Kopf, sagt er: Doktor, hier gibt's ordentlich was für Sie zu tun. Und irgendwo war auch noch eine Karte von dem Unglücksort. Wo war's? Hier, Cavendish. Ein kleiner Ort in Vermont. Wie konnte Phineas Gage überleben? Wie konnte er sprechen und gehen, obwohl sein Gehirn zerstört war? Nehmen wir an, diese Zeitung steht für das Gehirn. Und es kommt zu einer massiven Schädigung. Kaputt. Und wer es nicht glaubt, noch einmal. Kaputt. Wenn Teile des Gehirns zerstört sind, springen andere Bereiche ein. Sie übernehmen die Aufgaben der verletzten Teile. Und so organisiert sich das Gehirn wieder neu. Nach einigen Wochen waren die Wunden verheilt, nur das linke Auge war nicht mehr zu retten. Die Eisenstange von dem Unglück trug Gage immer bei sich. Er zeigte sich damit stolz den Fotografen. Glück im Unglück, könnte man denken. Aber in den folgenden Monaten zeigte sich, dass Gage ein anderer Mensch geworden war. Seine Persönlichkeit hatte sich dramatisch verändert. Bisher war er ruhig, smart, zuverlässig und jetzt nach dem Unglück, jähzornig, ungeduldig, vulgär. Für die Wissenschaft war das eine wichtige Erkenntnis. Es zeigte zum ersten Mal, dass die Persönlichkeit eines jeden Menschen im Gehirn verankert ist.